Gut, dann viel Spaß. Ich freue mich, Herr Horn. Ja, lieber Herr Schütz, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich begrüße Sie auch alle und vielen Dank auch für die Hinweise im Chat, wer sich alles so im virtuellen Raum befindet. Ich sitze jetzt in Leipzig und Herr Schütz hat kurz umrissen, wie es zu diesem Webinar kam oder kommt. Wir haben uns da einiges vorgenommen. Museum out of the box, Museumsentwicklung, da würde ich am liebsten mindestens einen Tag drüber reden und in den Dialog treten. Wir probieren es in einer Stunde und die Präsentation ist so aufgesetzt, dass ich abschichten kann. Ganz wichtig ist mir, dass ich schon einen kleinen theoretischen Vorlauf der Fragestellung einbringe. Dann gucken wir uns zwei Fallbeispiele an und dann würde ich gerne auch auf die real vorliegende Wirkung dieser Fallbeispiele zu sprechen kommen. Wir können das Ganze tatsächlich noch ergänzen, umfragen, Lessons learned und dann auch ein bisschen auf den Olymp, also der Organisationsentwicklung, dem Organisationsaufbau. Das habe ich soweit vorbereitet, aber ich denke, in der Stunde sind das dann so die fakultativen Elemente, die letzten beiden, Lessons learned und Organisationsentwicklung. Das kann ich auch abhängig von Ihren Fragen dann nochmal einblenden. Stellen Sie bitte gerne Fragen unmittelbar während des Vortrages. Wie Herr Schütz sagt, er moderiert das. Gegebenenfalls stellen wir die Fragen zurück. Aber das, was hier jetzt schon im Titel des Vortrages steht, neue Dialogsituationen, gilt auch für das Webinar. Also haken Sie gerne ein. Und ich blende jetzt die Bildschirmpräsentation ein, so dass Sie mich nicht mehr sehen, aber dann hoffentlich die PowerPoint. So, können Sie mir eine kurze Rückmeldung geben? Sehen Sie das Titelblatt? Also wir sehen im Moment einen weißen Bildschirm, ich zumindest. Ich auch. Aha. Ich habe hier angezeigt, your screen sharing. Also, ich mache nochmal. Ich mache jetzt nochmal. Ist es jetzt besser? Jetzt ist ein Bild da. Ja, perfekt. Wunderbar. Also, irgendwas klappt immer. Da sind wir schon mitten im Thema drin des agilen Arbeitens. Jetzt muss ich nur noch das, genau. Titel: Museum out of the box, neue Dialogsituation in der Museumsarbeit. Ich bin mir bewusst, dass Museum out of the box ein Anglizismus ist, aber Sprache ist ja mitunter auch verräterisch und vielleicht ist es nicht ganz zufällig so, dass wir manchmal mit Anglizismen arbeiten, weil uns im deutschen Kulturraum für bestimmte Dinge, bestimmte Begriffe auch noch nicht so zur Verfügung stehen. So, jetzt habe ich hier die Schwierigkeit, dass mein. Ah, jetzt geht's weiter. Genau. Bevor ich in das Thema weiter einsteige, möchte ich noch mal mit der bewusst etwas schroff gewählten Überschrift Klarstellung umreißen, um was es geht. Also es geht nicht darum, über einzelne Formate, zum Beispiel der Partizipation oder kulturellen Vermittlung, jetzt in diesem Webinar sich auszutauschen, sondern es geht tatsächlich sehr viel umfassender darum, wie neue Organisationsmodelle und Autorisierungsstrukturen im Bereich Kulturorganisation und im engeren Sinne in Geschichtsmuseen etabliert werden können. Also im weitesten Sinne um Fragen der Governance. Die Gliederung dieses Webinars habe ich eben schon kurz umrissen. Unter Punkt 1 möchte ich kurz nochmal auf die Fragestellung eingehen. Punkt 2 ist das, wo ich eben sagte, es geht durchaus auch um einen kleinen theoretischen Vorlauf, also eine Arbeitshypothese. Punkt 3 sind die beiden Fallbeispiele, die ich Ihnen aus Altenburg beschreiben möchte. Und Punkt 4, Transferprotokoll, den Begriff habe ich mir jetzt einfach ausgedacht. Also letztlich geht es um die Wirksamkeit dieser beiden Projekte, die ich sehr konkret beschreiben möchte, um deutlich zu machen, was zwischen den eingeübten traditionellen Arbeitsformen von Geschichtsmuseen und diesen neuen Projekten an produktiven Wechselbeziehungen entstanden ist.
Abschnitt 5 und 6, ich habe es eben auch schon anmoderiert, habe ich vorbereitet, aber ich denke, dass wir innerhalb dieser Stunde nicht ganz so weit kommen werden. Ich kann das dann bei Bedarf abrufen und unter siebtens ist der Form halber natürlich die Diskussion erwähnt. Zur Fragestellung. Warum überhaupt ein Museum out of the box praktizieren und warum benötigen wir neue Dialogsituationen? Sicherlich, das ist jetzt die Überschrift dieses Webinars, aber ich möchte schon Antwortvorschläge machen, wie es zu diesem Thema kommt. Die sind natürlich aus meiner Perspektive formuliert. Vielleicht teilen Sie die Einschätzung, vielleicht teilen Sie die auch nicht, aber ich bringe sie jetzt erstmal von meiner Seite ein. Warum Museum out of the box? Weil Geschichtsmuseen heute nicht mehr generationsübergreifend anerkannte Orte historischen, politischen und kulturellen Selbstverständnisses sind. Es geht gar nicht darum, ob wir das gut oder schlecht finden, aber es ist ja zur Kenntnis zu nehmen, dass es umfangreiche Bewegungen gerade in den nachrückenden Generationen gibt, Fridays for Future oder Akteure wie Rezo, die enorm engagiert politische und auch zeitgeschichtliche Fragen diskutieren und das findet außerhalb von Museen statt. Das sollte uns Museumsakteure beunruhigen, denke ich. Also mich beunruhigt es zumindest und ich finde, wir sollten Fragen dazu nachgehen. Es lässt sich noch einen Schritt weiter zurückgehen und zu fragen, wie ist es so weit gekommen, dass Museen nicht mehr der Rang so im Mittelpunkt historischer, zeitgeschichtlicher Diskurse in Deutschland zukommt, wie vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten oder im vorletzten Jahrhundert. Da kann man sicherlich in die Institutionsgeschichte von Museen schauen, auch als ja, institutionelle Kinder des 19. Jahrhunderts, Entdeckung der Geschichtswissenschaft. Und wir wissen alle, aus höfischen Strukturen mit Entstehung einer bürgerlichen Gesellschaft haben sich Museumsstrukturen entwickelt. Dem gehe ich hier nicht weiter nach, aber das hat natürlich Wurzeln. Der dritte Teil der Antwort, den ich geben möchte, wenn wir über Museum out of the box reden, ist jetzt einmal zumindest einleitend sehr deutlich zu sagen, es ist ein ergänzender, ein additiver Ansatz des musealen Arbeitens. Es geht nicht darum, zentrale Aufgaben und Verantwortung musealen Arbeitens, wie wir sie kennen und wie sie gepflegt werden und wie sie weiter gestärkt werden müssen, in Frage zu stellen. Also um es ein wenig auch unverklausulierter zu formulieren. Es geht nicht um Grabenkämpfe, was früher mal richtig war und was vielleicht morgen richtiger ist. Es geht um eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Das eine darf nicht gegen das andere ausgezählt werden. Zweiter Punkt bei der Fragestellung, was heißt Museum out of the box überhaupt genau? Auch hier kann ich jetzt erstmal nur Antworten aus meiner Perspektive geben. Mir geht es darum und vielen Akteuren, mit denen ich in Netzwerken zusammenarbeite, dass wir im musealen Kontext ohne hemmende Hierarchien, ohne räumliche Blockaden und ohne Denkverbote an unserem Geschichtsverständnis arbeiten. Und das möchte ich schon auch noch mal ein wenig untersetzen, was das genau heißt, was Hierarchien anbetrifft. Wir bewegen uns meist üblicherweise mit Museumseinrichtungen in Verwaltungsstrukturen, die top-down organisiert sind. Und das hat natürlich auch für die Entscheidungsprozesse und für Kreativitätsprozesse dann bestimmte Auswirkungen. Und die Frage ist, ob die immer noch förderlich sind heutzutage, zumindest in dieser Eindimensionalität. Was den Raum anbetrifft, Museen, Geschichtsmuseen, vor allen Dingen historische Bauten sind einfach der Idee nach gar nicht so konzeptioniert, dass sie zum Beispiel wie ein Coworking Space oder ein Open Lab funktionieren. Sie sind A, historisch, B, liegen sie hinter dicken Mauern und C, wenn wir in Museen sind, wir haben dort ja auch Werte, die wir schützen müssen, sei es in konservatorischer Hinsicht, sei es auch möglicherweise vor einem kriminellen Zugriff. Und alles das sind natürlich Schutzmechanismen, die jetzt dem Prinzip von offenen Räumen entgegenstehen, einfach der Struktur nach. Und abschließend, ich nenne es das Möglichkeitsverbot, mitunter agieren beschäftigte Akteure in Kultureinrichtungen nicht immer als Ermöglicher, sondern wirken auch ein wenig wie die Geschmackspolizei. Das ist so der berühmte Moment, wenn ein Vorschlag kommt und die Person, die den Vorschlag einbringt, merkt, naja,
So richtig wird mir nicht gesagt, warum man das nicht gut findet, aber die Stimmung, die Chemie stimmt nicht. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir alle natürlich mit einem Bildungskanon sozialisiert wurden und uns nicht immer genügend frei machen davon, was unser eigener Bildungskanon ist und was vielleicht auch Perspektiven, kulturelles Selbstverständnis, historisches Selbstverständnis, politisches Selbstverständnis anderer Akteure sind. All das kann, muss nicht, ich sage ganz deutlich muss nicht, aber kann hinderlich sein im Kreativitätsprozess. Und um jetzt neue Strukturen zu schaffen, wo man hier vielleicht einen Schritt weiterkommt, geht es darum, neue Räume zu schaffen, Museum out of the box. Und der lange, der weite Weg, den wir da in Altenburg gehen, der ist auch methodisch nochmal fundiert. Und da würde ich gerne nochmal mit der Hypothese drauf zu sprechen kommen. Es geht darum, dass wir bei diesen langen Wegen ganzheitliche Lösungsansätze verfolgen müssen. Also wenn ich zum Beispiel über die Wasserqualität eines Flusslaufs rede, muss ich in die Sedimentschichten des Wasserkreislaufs, so möchte ich es mal ein wenig in ein Bild fassen. Wir müssen sicherlich auch eben auch darauf reflektieren, wie die Institution Museum sich seit dem 19. Jahrhundert ausgebildet hat. Und Institutionen reformiert man nicht durch einzelne Nachjustierungen, sondern da müssen umfassende Transformationsprozesse in Gang gesetzt werden. Und last but not least, es ist gerade heute so in der digitalen Gesellschaft, in der Mediengesellschaft, dass historisches Denken natürlich immer subjektiver geworden ist. Das heißt, der berühmte Bildungskanon, das, was wir in Geschichtsbüchern vermittelt bekommen, das lässt sich niemand mehr heutzutage ja so unhinterfragt implementieren, wie es vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten oder vor ein, zwei Jahrhunderten der Fall war. Also Menschen haben vielmehr das Bedürfnis, sich ihre eigenen Vorstellungen von Geschichte und Politik heutzutage zu machen. Und auf Basis dieser Hypothese geht es mir darum, dass unser historisches Bewusstsein jetzt nicht vom Himmel fällt. Ich habe das mal hier so ein wenig als den Energiekern in einem tiefen Gelbton in die Mitte gemalt. Also jeder von uns hat ein historisches Bewusstsein. Es fällt aber eben nicht vom Himmel. Es ergibt sich aus Kommunikationssituationen. Und die habe ich in der zweiten Schale grün abgetragen. Und die Kommunikationssituation wiederum, und das ist jetzt der Clou. Und wenn ich an diesem Punkt einmal bin, möchte ich auf die Fallbeispiele kommen. Aber dieser Punkt ist mir sehr, sehr wichtig. Diese Kommunikationssituationen sind historisch wandelbar. Also früher hatten wir eine höfische Öffentlichkeit, in den Jahrhunderten davor sicherlich auch eine partielle klerikale. Wir sind dann über das 19. Jahrhundert in eine bürgerliche Öffentlichkeit geschwenkt und heute haben wir die digitale Gesellschaft. Und das ist diese äußerste blaue Zwiebelschale und für mich ist das wie so ein Sickerprozess. Also wir kommen aus unterschiedlichen Öffentlichkeiten und über die Kommunikationssituation und daraus baut sich dann unser historisches Verständnis. Das könnte man natürlich noch sehr viel weiter wissenschaftlich diskutieren, soll jetzt in diesem Seminar, kann hier gar nicht das Thema sein. Ich will nur ein wenig offenlegen, wer mich da sehr geprägt hat, das war Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, wo er eben genau diese Wandelbarkeiten von Öffentlichkeiten beschreibt. Und die Gretchenfrage ist dann natürlich, wenn wir heute über Museumsarbeit reden, ja, wie sehen denn heute Kommunikationssituationen aus? Wie gestaltet sich unsere Öffentlichkeit? Ich habe drei Stichworte notiert, die mir kennzeichnend erscheinen. Einmal eine sehr transparente Dialogform, zumindest im Internet. Wir haben eine große Perspektivenvielfalt, eine Wandelbarkeit der Position. Das lässt sich ergänzen, das lässt sich sicherlich auch an einzelnen Punkten anders sehen, aber das wollte ich als Basis jetzt mal mit und Grundlage, Ausgangspunkt, was Öffentlichkeit heute bedeutet, mit in dieses Webinar nehmen. Und die Problematik ist eben, wenn wir mit Bürgerinnen und Bürgern, mit all den Menschen, die sich für Museen interessieren, nicht eine Dialogsituation aufbauen, die diesem inzwischen auch diese Erwartungshaltung
des vieler Bürgerinnen und Bürger, wie sie in Dialogsituationen treten. Also sehr offen, schnell, Perspektiven vielfältig. Wenn wir dem im Museum nicht gerecht werden können, haben wir ein Problem, einen Zielkonflikt. Und das bildet sich ja jetzt schon mitunter dadurch ab, dass, was die Altersstrukturen, die Zielgruppen in Museen anbetrifft, wir in nachrückenden Generationen nicht gut aufgestellt sind. Und da sehe ich eben diesen Zusammenhang. Soweit möchte ich gerne einmal Fragestellungen und auch Ausgangsüberlegungen überreißen und würde jetzt zu den zwei Fallbeispielen in Altenburg übergehen. Gibt es an dieser Stelle eine Verständnisfrage? Möchte ich einmal kurz in die Rückkopplung gehen, sonst mache ich gerne weiter. Ist super. Okay, danke. Okay, dann gehe ich jetzt also in die beiden Fallbeispiele über. Herr Schütz hat es angesprochen. Ich war 4 Jahre in Altenburg als Leiter des Schloss- und Kulturbetriebes tätig. Und mit diesem Schloss- und Kulturbetrieb, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, das ist mir ganz wichtig, im Team haben wir 2 Projekte angestoßen, die sich jetzt weiterentwickeln und weiterentwickeln werden. Und beide folgen der Idee von Museum Out of the Box. Natürlich sind wir nicht so angetreten, dass wir damals gesagt haben, wir müssen Museum Out of the Box machen, sondern wir haben gemerkt, Mensch, es gibt viele Potenziale und wir gehen diesen Wegen nach. Halb intuitiv, jetzt im Rückblick, wenn ich anfange, das Ganze auch ein wenig in diesem Webinar zum Beispiel zu dokumentieren und auch auszuwerten, sind aber auch bestimmte Logiken, glaube ich, da mit verbunden gewesen. Bei den beiden Fallbeispielen handelt es sich zum einen um ein Stadtentwicklungsprojekt, das heißt Stadtmensch. Da sage ich gleich etwas zu. Und dann handelt es sich um eine Museumsneugründung Spielewelt, die Herr Schütz auch in der Anmoderation schon ein wenig weiter ausgeführt hat, da der Masterplan jetzt bei Kulturmanagement verlegt ist, also im Druck auch verlegt ist. Und wenn Sie jetzt auf den Chart gucken, werden Sie sehen, dass ich Museum in Anführungszeichen geschrieben habe. Auch wieder so ein bisschen der Punkt, wo Sprache verräterisch ist, denn es ist kein Museum im eigentlichen Sinne. Deshalb habe ich sie in Anführungszeichen gesetzt, das werde ich Ihnen gleich aber dann noch ein wenig erläutern. Und hinter diesen Projekten steht dann, das sehen Sie ganz unten, der Schloss- und Kulturbetrieb in Altenburg. Wir haben die Projekte initiiert, wir sind in Netzwerke gegangen. Wir waren der starke Treiber dieser Projekte und inzwischen sind diese Projekte aber so stark und haben so eine starke Eigendynamik, dass wir aus dieser Rolle in Teilen oder auch ganz schon herausgetreten sind. Was ich nicht unterschlagen möchte, und darum geht es mir ja, auch dann beim Transferprotokoll, das Kerngeschäft des Schloss- und Kulturbetriebes ist die Museumsarbeit, sind Ausstellungskonzeptionen und Veranstaltungen. Rund 70.000 Gäste im Jahr, das ist also schon ein bisschen Holz. Ein Residenzschloss, eine ehemalige Klosteranlage, viele, viele weitere faszinierende Gebäude und eben ein starker Veranstaltungsbetrieb. Deshalb möchte ich auch hier nochmal deutlich sagen, es geht nicht um Entweder-Oder. Es geht darum, dass Ideen der musealen Arbeit auch parallel betrieben werden können. Zum Projekt Stadtmensch. Die Grundidee von Stadtmensch ist, diesem Stadtentwicklungsprojekt im öffentlichen Raum neu zu verhandeln, zu gestalten und diesen Verhandlungsprozess selbst auch noch öffentlich zu führen. Da werde ich Ihnen gleich noch auch mit ein bisschen Bildmaterial genaueres zeigen, wie das stattfindet. Und da geht es dann auch schon tatsächlich in Steuerungs-, in Autorisierungs-, also in Governance-Strukturen hinein. Das Projekt selbst ist durch das BMI, also Abkürzung für Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat, mit Herrn Seehofer als obersten Häuptling gefördert und dort von der nationalen Stadtentwicklungspolitik betreut. Wir haben in Altenburg das Projekt im Jahr 2019 begonnen. Es läuft noch bis 2021 und in ganz Deutschland gibt es 3 weitere Projekte innerhalb dieses Programms. Die sind in Hannover, Münster und Nürnberg.
Und wir sind auch durchaus stolz in diesem Netzwerk, deshalb habe ich das auch mit Hannover, Münster, Nürnberg notiert, dass wir uns mit dem kleinen Altenburg mit 30.000 Bewohnern in diesem bundesweiten Programm erfolgreich durchsetzen konnten. Und wir sind eigentlich immer so ein bisschen die Kinder vom Dorf, wenn wir auch bei den Netzwerktreffen sind, aber im angenehmen, im schönen Sinne. Förderung durch das BMI über die 3 Jahre sind 700.000 Euro. Und der methodische Ansatz ist soziale Innovation. Auch zu diesem Begriff möchte ich zumindest 2 Sätze noch sagen, denn soziale Innovation wird manchmal missverstanden. Da geht es nicht darum, dass im Bereich Gesundheit oder Bildung zum Beispiel innovative Angebote entwickelt werden, sondern soziale Innovation heißt etwas anderes. Soziale Innovation heißt, dass Akteure, die ein bestimmtes Erfahrungswissen haben, das können Experten sein, das können aber auch Laien sein, dass die sich, dass die zusammenkommen und sich neu vernetzen. Ein Terminus technicus, der hier sicherlich auch angewendet werden könnte, ist diese berühmte Wertschöpfungskette. Das klingt jetzt eben nur so, ja, so funktional. Es geht eigentlich erstmal darum, dass wirklich Menschen zusammengeführt werden, die eigene große Fähigkeiten, eigenes großes Wissen haben und zusammen dann Ideen entwickeln und gemeinsam stark sein können. Deshalb kann soziale Innovation aber zum Beispiel auch im Bereich der Technologie stattfinden. Also das ist mit diesem Begriff gemeint. Bei dem Stadtmensch-Projekt haben wir 4 Projektstrecken. Ich nenne Ihnen die kurz, die 4, aber es geht mir dann um die hier an zweiter Stelle genannte, die Bürgerprojekte, die ich Ihnen kurz genauer beschreiben möchte. Die erste Projektstrecke ist die bauliche Ertüchtigung bestimmter Räume, also im Schloss- und Kulturbetrieb zum Beispiel einer Geschichtswerkstatt. Es gibt insgesamt 4 Quartiersanker in Altenburg. Wenn wir über Stadtentwicklung reden, also vielleicht erstmal so pauschal und salopp, denkt man, okay, das ist das, was ich unter Stadtentwicklung am ehesten verstehe, bauen. Das spielt bei uns eine Rolle, aber wie gesagt, wenn es um soziale Innovationen geht, sind es letztlich Kommunikationsprozesse, die erstmal in der städtischen Gesellschaft gestärkt werden sollen. Und deshalb sind die Projektstrecken 2, 3, 4 mindestens genauso wichtig wie bauen, wenn nicht noch wichtiger. Mit den Bürgerprojekten werde ich gleich fortfahren, das ist also die Projektstrecke 2. Projektstrecke 3 ist Akademie, das ist Fortbildung, so was wir jetzt hier zum Beispiel im Webinar machen. Und Projektstrecke 4 ist ein Festival, was wir alle 2 Jahre machen. Jetzt wegen Corona mussten wir es dieses Jahr verschieben. Da präsentieren wir Projekte öffentlich und das hat auch nochmal viel mit Aktivierung von Öffentlichkeit zu tun. Ich möchte kurz nun etwas zu der Projektstrecke 2, den Bürgerprojekten, sagen. Die sind durch Bürgerinnen und Bürger zu realisieren auf Handlungsfeldern, die einschlägig für Stadtentwicklung sind, zum Beispiel Mobilität oder Energie. Das zähle ich hier aber alles jetzt nicht einzeln auf, auch der Zeit geschuldet. Wir haben sehr schlanke Bewerbungsverfahren und wenn die Projekte denn, wenn sich für die Projekte entschieden wird, dann findet auch ein Coaching durch uns statt und das Fördergesamtvolumen dieses Projekttopfs sind 200.000 Euro. Der Clou ist nun die öffentliche Abstimmung und damit gehen wir wirklich ans Eingemachte. Sie sehen hier schon die Stichworte Online-Voting und Battles. Das heißt, wir stimmen nicht innerhalb unseres Netzwerkes darüber ab, welche Projekte kommen oder nicht. Es gibt auch keine Beiräte. Es gibt auch keine starke Persönlichkeit wie ein Geschäftsführer oder so, der maßgeblich sein sollte. Sondern Bürgerinnen und Bürger schlagen ihre Projekte vor und stellen diese online. Und dann wird in einem ersten Prozessschritt online darüber abgestimmt, welche Projekte die stärkste Resonanz finden. Ich weiß nicht, wie groß der Bildschirm ist, den Sie gerade vor sich haben, aber Sie sehen einen Screenshot unserer Internetseite und da sehen Sie Bildkacheln und zu den Projekten selbst sage ich jetzt auch nichts, aber das ist ein Teil der Projekte, die eingereicht wurden und wenn Ihr Bildschirm groß genug sein sollte, sehen Sie unter den Fotos in den Bildkacheln den Daumen nach oben. Das sind also die Ergebnisse des Votings. Und dies ist der erste Schritt eines öffentlichen Abstimmungsprozesses und die stärksten Projekte, also welche die meisten Stimmen erhalten haben, hier ist nochmal der Aufruf zum Online-Voting, den habe ich nochmal als Screenshot reingemacht. Und die Projekte, die die stärksten Stimmen erhalten haben, kommen dann in eine Präsentation und
Sie sehen jetzt unser Open Lab, was mit Stadtmensch und die Fördermittel gründen, ausbauen und nun führen können. Und Sie sehen, wie dort Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen. Und Sie sehen auch noch mittig, wie wir über Instagram natürlich dieses Ereignis noch ankündigen. Und das war eine Kurzpräsentation der Finalisten der Projekte. Und Bürgerinnen und Bürger haben dann in diesem Raum darüber abgestimmt, welche Projekte kommen sollen. Es gab natürlich auch nochmal Möglichkeiten für Rückfragen. Viele haben sich gegenseitig kennengelernt. Die Stadtmensch-Akteure waren natürlich da. Die Bürgerinnen und Bürger, die ihre Vorschläge gemacht haben. Mitglieder der Stadtverwaltung waren da, unser Oberbürgermeister war da, die Presse war da. Also auch hier, ich weiß nicht, wie groß Ihr Bildschirm ist, aber wenn man die Fotos sieht, sollte deutlich werden, die Stimmung stimmt. Und nach dieser, wir nennen das dann eben Battle, also eine Schlacht so ein wenig, aber natürlich im spielerischen Sinne, sind dann die Siegerprojekte gekürt worden und die werden jetzt in Altenburg umgesetzt. Und hier habe ich auch nochmal einen Screenshot. Da sehen Sie erste Arbeitseinsätze und erste Fotos, wie diese Projekte nun ins Leben gerufen werden. All das klingt hoffentlich sehr gut und sehr schön, weil es in meinen Ohren und Augen möglicher Gefahr läuft, zu schön zu klingen, habe ich jetzt nochmal hier einen Chart eingefügt, womit ich sagen möchte, das Ganze ist genauso harte Arbeit wie alle Kulturprojekte, die wir treiben. Also dieses Netzwerk organisiert sich nicht von selbst, da fällt auch nichts vom Himmel und es steht und fällt natürlich mit einem guten Projektmanagement. Aber Clou dieses Projektmanagements ist eben, dass es ein Ermöglicher ist, eine Hebammenfunktion, ein Moderator und nicht in irgendeiner Form inhaltlich jetzt leitend. Und dazu braucht man einfach, es ist immer wieder dasselbe, gutes Personal und das muss auch halbwegs gut bezahlt werden. Diese Person haben wir in Altenburg gefunden, Anja Fehre, Sie sehen sie hier auf dem Foto und sie moderiert unsere Netzwerktreffen, nimmt die Protokolle vor, die Abrechnung, Projektberichte, ist Kommunikationsknoten. Die Mühen der Ebene haben auch wir zu bewältigen und können froh sein, dass wir da eine so starke Projektkoordinatorin bei uns in Altenburg haben. Zentral ist, was das Arbeiten in dem Netzwerk anbetrifft, auch eine Form von Netiquette. Wir arbeiten mit großer Selbstverantwortung. Rummäkeln an anderen Projekten ist nicht, weil wenn ein Projekt einmal beschlossen ist und zum Profil des Stadtmensch-Projektes passt, dann geht es ums Tun. Und das ist uns sehr wichtig, im Tun Erfahrungswissen einzusammeln und kleinere Probleme zurückzustellen. Das habe ich jetzt alles mit deutschen Worten formuliert. Die Anglizismen sind hier agiles Management und Design Thinking, aber das ist es ja im Wesentlichen. Und das trägt uns bei Stadtmensch sehr. Und was ich auch nicht unterschlagen möchte, auch hier gilt, es ist, ein paar Basics müssen geklärt sein. So locker fluffig ist das natürlich sonst mit der Netzwerkarbeit auch nicht. Wir brauchen einen guten Raum. Wir brauchen einen Raum, der technisch ertüchtigt ist, der eine bestimmte Raumdimension hat, wo ein Hinterland ist, Sanitär, Küche. Und wir haben diesen Raum gesucht. Wir haben Finanzmittel durch das BMI. Wir hatten hier auch nochmal Glück des Tüchtigen, dass der Vermieter uns sehr, sehr wohlgesonnen ist und wirklich auch von seiner Seite stark unterstützt. Er hat den Ausbau dieser 270 Quadratmeter in Altenburg auf unsere Bedürfnisse abgestimmt und Sie sehen uns hier noch in dem Rohbau stehen, einige Leute des Netzwerkes und damit schließt sich jetzt so auch ein wenig der Kreis zu dem, was ich einleitend gesagt habe, wenn wir in historischen Gebäuden, in Geschichtsmuseen arbeiten, haben wir ja vielfach die ganz grundsätzliche bauliche Schwierigkeit, dass wir gar nicht solche Räume haben, die schwellenarm sind, die zentral liegen, die Internet haben, die Präsentations-, die Beamer-Möglichkeiten haben, die eine kleine Küchenzeile haben. Also all das haben wir jetzt hierdurch schaffen können. Und als letztes Chart zu Stadtmensch, wie sind wir entstanden? Wir sind aus dem Festival hervorgegangen und das war erst im Mai 2018. Da hatte niemand auch nur die Fantasie, wie wir uns irgendwie verstetigen könnten. Und dann haben wir im August 2018 den Antrag beim Bundesministerium des Inneren gestellt und haben tatsächlich uns da durchsetzen können. Und
Sie sehen unten rechts ein Foto aus der Pauluskirche in Frankfurt, wo wir dann durch den damaligen Staatssekretär des BMI den Projektzuschlag erhalten haben. Und da sehen Sie Altenburg auf der Deutschlandkarte, ein wenig im Osten gelegen. Und ja, seitdem haben wir also diese Möglichkeiten. Soweit zu dem Projekt Stadtmensch. Ich habe Ihnen in Aussicht gestellt, dass ich am Ende des Webinars gerne auf die Rückwirkungen auch zum Beispiel zur Arbeit des Schloss- und Kulturbetriebes nochmal zu sprechen kommen, wie sich das gegenseitig ergänzt. Sie sehen jetzt hier den ersten Chart der Spielewelt. Auch hier aber nochmal eine kurze Zäsur. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Haben Sie an dieser Stelle Rückfragen? Nein. Gut, läuft wie geschmiert, fast zu gut. Es wird dann immer verdächtig, aber ich mache dann weiter. Alle weg. Okay. Die Spielewelt, ja. Die Spielewelt ist jetzt institutionell betrachtet tatsächlich, manchmal gibt es so bestimmte Begriffe, so Business-Sprech, aber ich finde, die sind dann manchmal auch schon wichtig. Also die Spielewelt ist das berühmte große Rad. Da geht es um viel, viel Geld, um viel, viel Anstrengung, um viel, viel Risiken auch für eine Kommune, wenn sowas entwickelt werden soll. Und ich umreiße Ihnen jetzt erstmal so ganz grob, um was es geht. Es geht im Wesentlichen darum, das Thema Spiel touristisch, museal und für professionelle Anwendung in einer neuen Einrichtung zusammenzuführen. Ist immer noch sehr abstrakt, aber ich muss mal so beginnen. Wir knüpfen damit an die starke Tradition des Spiels in Altenburg an. Altenburg ist bis heute einfach bundesweit für das Skatspiel bekannt. Und der Schloss- und Kulturbetrieb hat ja auch die Spielkartensammlung, die mindestens europaweit wohl die größte ist. Und hier geht es ganz schlicht darum, dass wir eine Tradition in die Geschichte fortschreiben und auch transformieren. Also da sind natürlich umfangreiche Analyseprozesse hinter, lasse ich jetzt mal aus. Der Standort soll das Josephinum sein. Das Josephinum befindet sich mitten im Zentrum von Altenburg und muss auch baulich stark ertüchtigt werden. Das heißt, wenn Sie darunter die Summe des Investitionsvolumens sehen, diese rund 15 Millionen, dann ergibt sich das aus einer baulichen Ertüchtigung des Josephinums. Ich sage mal so überschlägig, 70-80% fließen in Bau, vielleicht 20% in den Ausstellungsbereich selbst. Warum sage ich das? Weil es mitunter so ist, wir wollen natürlich für dieses Projekt werben und werben dafür weiterhin. Aber mitunter wird es ja so beworben, als wenn ein Museum neu gegründet werden soll und da viel Geld reinfließen soll. Aber so ist es ja nicht. Also 80% des Geldes gehen in eine Ertüchtigung eines historischen Gebäudes in Altenburg. Es ist letztlich dadurch auch eine Bauförderung. Dahinter steckt das Land Thüringen, die Tourismusförderung, das Wirtschaftsministerium, was in Aussicht gestellt hat, mit einem hohen Förderanteil sich an der Realisierung zu beteiligen. Ich sage deshalb bewusst in Aussicht gestellt, das sind mehrstufige Förderverfahren, wo Altenburg fortgeschritten ist, aber wo weitere Schritte gehen müssen. Aber alle Zeichen stehen dafür, dass diese Finanzierung dann gesichert werden kann. Es kommt Städtebauförderung dazu, kommunale Mittel, gerade bei Betriebskosten und gegebenenfalls auch private Mittel. Und das Ganze ist, wenn es um 15 Millionen geht, das fällt ja nicht vom Himmel, auch Baustein einer Tourismusstrategie Altenburger Land. Da geht es auch um Markenkern. Ich lasse das hier alles mal beiseite. Das führt vom Wege ab, auch wenn es im Hintergrund wesentlich ist. Die Spielewelt selbst besteht aus drei Modulen. Und das macht es jetzt in Anführungszeichen so schwierig, gleichzeitig faszinierend, das beschreiben zu wollen. A, dem Ausstellungsbereich, wo es um die Kulturgeschichte des Spiels geht. B, dem Spielecafé und C, dem Innovation Lab. Dazu zeige ich Ihnen gleich einen kurzen Trailer. Und der Ausstellungsbereich wird sich von dem Beginn des Spiels, also der Antike, der Polis, dem Theater, über Kontexte der Liturgie im kirchlichen Raum des Spiels und dann natürlich stark auch über die Klassik, die deutsche Klassik, wir wissen alle, Schiller, ästhetische Erziehung, bis in die Gegenwart und die digitalen Spielangebote erstrecken. Das ist der Ausstellungsbereich. Dieser Ausstellungsbereich selbst folgt wiederum auch einer
einer interaktiven Spieldramaturgie, aber auch das muss ich hier beiseite lassen aus Zeitgründen. Das zweite Modul, Spielecafé, steht Bürgerinnen und Bürgern offen, Spiele zum Ausleihen, aber natürlich auch den Ausstellungsbesuchern und auch den Nutzern des Innovation Lab. Und im Innovation Lab soll mit der Methode Spiel im professionellen Kontext Produktentwicklung oder aber zum Beispiel sollen Schulungen stattfinden, Teambuilding, derartige Sachen, es ist uns ja bekannt. Und wenn Sie jetzt diese drei Module so vor sich sehen, dann wissen Sie auch, weshalb ich zwischen touristischer, städtischer und professioneller Nutzung so hin und her schwanke. Und damit erschließt sich Ihnen jetzt hoffentlich auch, warum ich diesen Begriff Museum am Anfang in Anführungszeichen gesetzt habe, weil es ist kein Museum im engeren Sinne, es ist ein Hybrid. Ja, und das Ganze haben wir ein wenig digitalisiert, animiert mit der Firma Prefrontal Cortex aus Halle, die, wie wir ja vorhin sahen, auch im Raum ist. Hallo nochmal. Und ich rufe jetzt mal dieses kurze Video auf, muss dazu aus der jetzigen Präsentation raus. Und wenn ich richtig angelernt wurde, dann muss ich es jetzt irgendwie schaffen, hier in das Video hineinzukommen. Muss ich wieder Start Screen Sharing. Genau, so. Share. Sehen Sie jetzt meine Facebook-Seite? Ja. Prima. So, ja. Und dann sollten Sie auch Ton haben. Jetzt muss ich das Ganze nur noch größer kriegen. So, ich schwenke wieder raus, versuche in meine PowerPoint zurückzukommen. Stop Share. So, sehen Sie meine PowerPoint wieder? Ja, darf ich eine Frage stellen? Ja, gerne. An wen richtete sich das Video? Eine schöne Frage, danke. Also erst das Video, sehr bald nachdem diese Idee entstand und auch das Land Thüringen gesagt hat, das Wirtschaftsministerium, wir wollen das unterstützen, ist sie natürlich auch öffentlich gemacht worden. Und ich glaube, das wurde in diesem ganzen Vortrag auch deutlich, wenn ich immer sage, transparente, schnelle Kommunikation, mir ist das sehr wichtig. Gleichzeitig, und deshalb finde ich Ihre Frage so toll, hat Birk das natürlich auch Gefahren. Das heißt, jeder stellt sich unter etwas was vor und dann hat man eine große Kakophonie und ist alles nicht faktenbasiert. Und wir haben dieses Video, und das soll die Antwort für Sie sein, für den, diesen Trailer, für den Neujahrsempfang des damaligen Oberbürgermeisters Herrn Wolf gemacht, im Goldenen Flug in Altenburg. Da waren viele hundert Leute, wie jedes Jahr zum Neujahrsempfang im Raum. Und dann haben wir sehr schnell mit Prefrontal Cortex und mit freundlicher Unterstützung der ASS, also der Spielkartenfabrik, also ein Sponsoring der Spielkartenfabrik, dieses Video, diese Animation erarbeitet. Und mir war das wiederum sehr wichtig, weil ich dachte, wenn der Oberbürgermeister es auf dem Neujahrsempfang verkündet, brauchen wir erste Bilder, die müssen nicht alle perfekt sein, aber wo wir in irgendeiner Form visualisieren, um was es geht, weil visuelle Kommunikation immer stärker ist als begriffliche. Und wir wollten einfach damit
ein Bild setzen. Sehr schnell, möglicherweise auch noch sehr unscharf, aber ein erstes gefühltes Bild. Beantwortet das Ihre Frage? Ja, auf jeden Fall, danke. Da muss ich auch noch ergänzen, dass das Video, und aber es ist schön, dadurch erklärt sich es schon historisch, Sie sehen hier noch die Spielewelt auf dem Schlossberg verankert. In dem Entwicklungsprozess dieses Projektes war zunächst das Prinzenpalais auf dem Schlossberg vorgesehen. Dadurch, dass Altenburg jetzt seinen sehr umfassenden Stadtentwicklungsprozess hat, hat sich inzwischen die Perspektive auf das Josephinum ausgerichtet, weil das wiederum für die Innenstadtentwicklung der stärkere Standort ist. Deshalb ist das Prinzenpalais jetzt nicht mehr the place to be für die Spielewelt, sondern das Josephinum, das also auch als ergänzende Erläuterung. Haben Sie weitere Fragen an dieser Stelle? Ich höre nichts, dann fahre ich kurz fort. Wir haben für diese Entwicklung der Spielewelt jetzt eine Kommunikationsstrategie vor 2 Jahren ins Leben gerufen, Build to Play, die sich auch umgekehrt lesen lässt, Play to Build, also wir bauen, um zu spielen oder spielen, um zu bauen. Da sind verschiedene Netzwerkpartner, Bürgerinnen und Bürger drin engagiert. Das Ganze ist durch den Schloss- und Kulturbetrieb als Initiator ins Leben gerufen, koordiniert und auch umgesetzt. Und im Rahmen dieser Kommunikationsstrategie gibt es so 3 Schwerpunkte. Also A, wir haben Veranstaltungen im Schloss- und Kulturbetrieb zum Thema Spiel, also Puzzlemeisterschaften, Mensch ärgere dich nicht Meisterschaften. Oder aber auch wirklich ganz, ganz kreativ ein sogenanntes Bauarbeiterballett, wo für den damaligen Realisierungsort das Prinzenpalais sehr spielerisch, also tänzerisch, performativ dieser Ort mit dem Bauarbeiterballett in einer Theateraufführung gespielt wurde, um schon mal sich dem Ort auch anzunähern. Das sind also die Veranstaltungen. Dann haben wir Workshop-Reihen, ganz, ganz wichtig, zum Beispiel das Spielecafé konzeptionell, Bürgerinnen und Bürger. Es gibt in Altenburg den Altenburger Spieletag, eine tolle Veranstaltung, wo sich mehrmals im Jahr Bürgerinnen und Bürger zum gemeinsamen Spiel treffen. Mit denen haben wir das Spielecafé als Idee weiterentwickelt. Und dann ist auch das Ausstellungsprogramm des Schloss- und Kulturbetriebes mitunter auf das Thema Spiel natürlich abgestellt und vielleicht haben Sie es mitgekriegt, letzten Winter hatten wir einen wirklichen Gassenhauer, die Playmobil-Ausstellung, 35.000 Besucher. Wäre uns Corona dort nicht in die Quere gekommen, wären es deutlich mehr nochmal gewesen, wären wir auf die 50.000 zugegangen. Das war auch ein Testballon, wie sehr das Thema Spiel in einer kleineren Stadt wie Altenburg, also in der Fläche, in der Region, dann doch auch überregional Besucher anziehen kann. Und wenn wir wissen, dass Altenburg 30.000 Bewohner hat und wir haben 35.000 Besucher gehabt, dann wird, glaube ich, sehr schnell deutlich, welche Zugkraft das Thema dann auch entwickelt über die Stadt hinaus. Ich kürze hier ein wenig ab. Das sind jetzt einfach nur fotografische Impressionen und Presseberichterstattung über das, was wir in dieser Reihe Build to Play machen. Sie sehen hier kurz Szenen des Bauarbeiterballetts. Und hier sehen Sie den Bachsaal des Residenzschlosses, wo wir Spieleveranstaltungen haben. Und hier sehen Sie wieder in unser Stadtmensch, in das Open Lab, was wir dann eben auch nutzen für Workshops zur Spielewelt. Da sehen Sie links den Kollegen Florian Voss aus dem Schloss- und Kulturbetrieb, der gerade die Konzeption der Spielewelt erläutert, so wie ich es jetzt bei Ihnen hier versucht habe, in aller Schnelle zu machen. Und die weiteren Fotos, die Sie sehen, sollen nur deutlich machen, wie methodisch wir da auch arbeiten. Also wir nutzen die Methode Spiel. Wir haben erstmal sehr kreativ angefangen, über Spiel nachzudenken, haben dann moduliert und haben ein Spielecafé gebaut und haben dann, was Sie auch sehen, schon geclustert und geguckt, welche Vorstellungen dann in welche Cluster laufen. Also was die Möbel anbetrifft, was die Atmosphäre anbetrifft, was Essen und Trinken anbetrifft. Und all das ist inzwischen auch in unseren Masterplan, den wir jetzt eben verlegt haben bei Kulturmanagement Network, als Feedbackschleife, als Rückmeldung, als Verfeinerung schon wieder eingeflossen. Ja, und abschließend zur Spielewelt, hier sehen Sie nochmal die 3 Module. Uns geht es darum, dass sie sich ja gegenseitig ergänzen und stützen. Also wenn ich in die Ausstellung gehe, kann ich danach natürlich ins Bürgercafé. Wenn ich als Unternehmen das Innovation Lab nutze, kann ich meine Mitarbeiter vorher in die Ausstellung schicken, mich schon mal aufs Spiel einstimmen.
Also das ist alles ein Gesamtportfolio, wie es so schön heißt, und soll sich gegenseitig stärken. Das ist jetzt das Projekt Spielewelt. Und Sie sehen jetzt, ich habe hier ein Transferprotokoll vorbereitet, wo ich Ihnen sehr konkret beschreiben kann, wie die beiden Projekte, die ich Ihnen vorgestellt habe, und der Schlossen Kulturbetrieb voneinander profitieren. Und das sind die drei Säulen. Sie sehen ganz links Stadtmensch, Sie sehen dann in der Mitte die Spielewelt und rechts den Schloss- und Kulturbetrieb. Und diese gelben Pfeile, die Sie sehen, das sind die Transferprozesse. Und ich würde jetzt einmal kurz in die Runde fragen, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ich würde es Ihnen gerne schon sehr konkret kurz beschreiben, aber vielleicht gibt es ja erstmal Rückfragen. Ja, wenn Fragen kommen, dann gerne stellen. Bisher sind keine gekommen. Ich weiß gar nicht, ob das jemals bei uns vorgekommen ist. Ja, jetzt weiß wieder niemand, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber wir machen einfach weiter. Weshalb dieses Transferprotokoll? Weil mir geht es einfach darum, es soll ja nicht bei einer bloßen Behauptung bleiben, dass Museum Out of the Box jetzt der Schlüssel ist, Dinge vielleicht neu und auch besser zu machen, sondern das muss ja auch nachgewiesen sein. Und das versuche ich mit dieser Tabelle. Am Anfang ist es natürlich so, dass wir mit dem Schloss- und Kulturbetrieb, wo wir im Kern eben uns um all das kümmern, was jedes Museum machen muss, was jeder Veranstaltungsbetrieb machen muss und auch vollkommen ausgelastet sind, dass wir dort natürlich so verrückt waren und ich auch persönlich so verrückt war, zu sagen, meine Güte, wir schieben jetzt trotzdem Personalkapazität zum Beispiel in das Stadtmensch-Festival rein und schreiben diesen Antrag beim Bundesministerium des Inneren. Da haben wir schon geschwitzt, da haben die Kolleginnen und Kollegen geschwitzt. Wir haben andere Dinge aber auch aus dem Rennen genommen. Also wir haben im Schloss- und Kulturbetrieb zum Beispiel eine doch größere, sonst vorher größere Anzahl kleinerer Ausstellungen zurückgefahren und haben uns auf einzelne größere Ausstellungen konzentriert. Und wir haben, also das ist der Ausstellungsbereich, und im Veranstaltungsbereich haben wir zum Beispiel das sogenannte Stadtfest, was aber dem Namen eigentlich nicht mehr richtig gerecht wurde, haben wir zum Beispiel dann beerdigt. Das sind alles Dinge, die sind nicht passiert, weil wir gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt neue Kapazitäten, sondern die machten in sich Sinn. Aber ich will damit sagen, wir konnten natürlich keine neuen Kapazitäten uns wünschen, sondern mussten schon Dinge auch verlagern. Das ist geschehen. Dann haben wir natürlich unsere Wissen und Daten auch an die Stadtmensch-Akteure gegeben, alleine zum Beispiel für die Pressearbeit, der Versand, der Verteiler, das muss ja alles da sein. Das haben wir vom Schloss- und Kulturbetrieb auch rausgeschickt und das gab dem ganzen Projekt natürlich auch nochmal ein verbessertes Standing bei der Absender, bei der Schloss- und Kulturbetrieb. Wir haben Sachleistungen reingebracht, wir haben Räume für die Treffen zur Verfügung gestellt, wir haben Technik angeschleppt, wir haben Mobiliar geschleppt durch unsere Techniker, unsere Hausmeister. All das musste passieren. Und für das Festival 2018 haben wir auch Budget eingebracht für Stadtmensch. Was haben wir dafür wiederum von Stadtmensch zurückgekriegt? Durch das Festival 2018 sicherlich das, was man Audience Development nennt. Viele Veranstaltungen im öffentlichen Raum haben zum Beispiel im Schlosspark stattgefunden, im Marstall. Wir haben also Menschen erstmal an diese historische Umgebung rangeführt. Wir haben dann durch diesen Antrag beim Bundesministerium des Inneren natürlich durch die Fördermittel auch einen finanziellen Benefit jetzt einfach, weil wir unsere eigene Geschichtswerkstatt ausbauen können. Es sind immerhin 11.000 Euro. Wir haben Gelder für Technik, Beamer und so, sind auch nochmal 2.000 Euro. Last but not least haben wir uns auch als Innovationstreiber, als Kultureinrichtung profiliert, strategisch. Dieses Webinar hier würde nicht stattfinden, wenn es Stadtmensch nicht gäbe. Wir profitieren mit dem Open Lab, was Sie gesehen haben, jetzt aber auch im Schloss- und Kulturbetrieb in unserer Netzwerkarbeit, zum Beispiel mit der Thüringer Kreativagentur, der Thüringer Tourismus GmbH, die hatten bei uns Veranstaltungen. Das hätten wir im Schloss alles gar nicht machen können, weil wir die Räume dafür gar nicht haben. Da haben wir jetzt dieses Open Lab von Stadtmensch und ja, da wir Partner des Netzwerks sind, können wir diesen Raum auch mitnutzen. Wir haben unseren digitalen Wissensaufbau stark vorangetrieben, was damit zu tun hat, dass in Stadtmensch verdammt viele junge, also Schüler, studierende Menschen sind, Learning by Doing, wie dort Social Media bedient, genutzt werden, Apps programmiert werden. Also da haben wir sehr von profitiert.
Und dann Förderung und Bindung beruflichen Nachwuchses. Es gibt junge Altenburger, die habe ich noch kennengelernt, da sind sie zur Schule gegangen. Zwischenzeitlich haben die ein freiwilliges Jahr Kultur bei uns im Schloss- und Kulturbetrieb gemacht. Jetzt studieren sie Museologie. Es gibt ja noch weitere Beispiele. Es sind inzwischen auch sogar regelrecht kleine Biografien. Und das ist einer der Punkte, der mich am allermeisten freut. Und das sind junge Menschen, die dann hoffentlich später auch ins Museumsleben aktiv eintreten und dann noch mehr Verantwortung übernehmen und jetzt schon einen richtig großen Erfahrungskontext einsammeln können. Ja, und durch Netzwerkkontakte bei Stadtmensch haben wir zum Beispiel auch kleinere Sammlungszugänge. Das sind sicherlich Kuriosa, das darf man jetzt nicht überbewerten, aber Sie sehen da rechts das Foto, ein riesiger Teppich, die Geschichte ist abenteuerlich, in Altenburg wieder auftauchte und uns wirklich dann von Akteuren des Stadtmensch-Netzwerks auf den Schlosshof gelegt wurde und wie sich herausstellte durch den letzten regierenden Herzog, also Ernst II., eine Schenkung damals an eine Kirche war. Ein tolles Stück und jetzt müssen wir mal gucken, was damit passiert. Bei der Spielewelt kann ich Ihnen auch das Transferprotokoll zeigen. Wir haben natürlich Kapazität reingesetzt. Ich kürze da ein bisschen ab. Ich will nur im Bereich Sammlungsaufbau beschreiben. Dadurch, dass wir die Spielewelt machen, haben wir eine der größten Spielesammlungen Europas aus Österreich jetzt erhalten, die Sammlung de Kasan. Und Altenburg, der Schloss- und Kulturbetrieb, das Museum, hat eben ohnehin eine sehr prominente Spielkartensammlung. Und zusammen mit dieser Sammlung de Kasan sind wir mindestens jetzt europaweit, wenn nicht weltweit, haben wir die größte Spielesammlung in Altenburg. Also das sind schon sehr fundamentale Entwicklungen, die wirklich in den Nukleus auch des traditionellen musealen Arbeitens zurückwirken. Und Sie sehen jetzt auf der letzten Folie, wie sich auch noch zwischen diesen beiden Projekten Stadtmenschen Spielewelt-Beziehungen entwickelt haben. Zum Beispiel der Masterplan für die Spielewelt, den wir jetzt im Druck haben, den Herr Schütz verlegt hat, wurde durch einen ganz, ganz jungen Schüler vom Layout designed. Der geht jetzt erst ins Studium des Kommunikationsdesigns und den haben wir über das Stadtmenschen-Netzwerk kennengelernt und der hat natürlich auch wieder eine tolle Möglichkeit gehabt, dadurch, dass er das Layout für diesen Masterplan entwickeln konnte, ein kleines Projekt mit auf den Weg zu nehmen. Da höre ich jetzt erstmal auf. Wir könnten auf den Olymp der Organisationsentwicklung steigen. Es ist alles vorbereitet. Alleine, wir bräuchten sehr viel mehr Zeit. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal. Ich hoffe, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt gesehen haben, was da eigentlich alles drin steckt und warum ich auch gerne dieses Projekt vorstellen wollte, ist eben, um auch zu zeigen, dass man eben mit den, mit dem Umfeld, das man auch in so einer kleinen Stadt hat, eine Menge erreichen kann. Sicherlich in der Besonderheit, die jetzt in Altenburg da ist, aber ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die man daraus ziehen kann. Mir fallen selber sofort viele Ideen ein, die man auch transferieren könnte in andere Organisationen, an die man anknüpfen könnte oder wo man auch Ideen für die eigene Organisation entwickeln könnte. Kurze Frage an die Teilnehmer. Gibt es Fragen zu dem, was Christian Horn jetzt vorgestellt hat? Nochmal Verständnisfragen? Wollen wir nochmal auf die Lessons Learned eingehen? Würde ich mich über ein Feedback freuen. Am Anfang sind zwei Schlagworte aufgetaucht, nämlich Tourismus und Stadtentwicklung. Und mich würde interessieren, inwieweit sich da schon Resultate zeigen. Also inwieweit hat dieses Projekt oder haben die Projekte die Stadtentwicklung beeinflusst? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, das geht in eine Richtung, die man so vielleicht gar nicht einschlagen hätte können? Und dann einfach aus der Tourismusperspektive, also inwieweit man da vielleicht in Zahlen auch erkennen kann, dass das eine Attraktion ist, die der Stadt einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Sicht verleiht. Also zu Ihrer ersten Frage der Stadtentwicklung. Ich habe hier jetzt sehr viele Dinge sehr sonnig formuliert und sie sind wirklich auch so positiv. Wenn wir 3-4 Jahre zurückdenken, war, denke ich, die allgemeine Stimmung und auch die Presseberichterstattung über die Stadt Altenburg als Lebensort deutlich nicht so positiv, wie sie jetzt ist.
Das hat was damit zu tun, dass wirklich Perspektiven aufgemacht werden durch die Stadt Altenburg für die Stadtentwicklung. Das hat was mit diesem Projekt der Spielewelt zu tun. Und es hat etwas damit zu tun, dass Dialogsituationen deutlich verbessert wurden. Also sowohl von Seite der Verwaltung als auch von Seite der Akteure. Und dass dieser Effekt der sozialen Innovation tatsächlich eingesetzt hat. Nun sind Stadtentwicklungsprozesse wirklich lange Wege, die man gehen muss. Aber es sind einfach reale Orte da. Also ist es das Paul-Gustavus-Haus, was baulich weiter ertüchtigt wurde. Es ist die Stadtmensch-Lab, was als Treffpunkt da ist. Es ist die Farbküche, die übrigens der Träger des Stadtmensch-Projektes ist, die Erlebe, was geht GmbH, die kreative Angebote direkt am Markt hat. Und es ist inzwischen ein weiterer Quartiersanker dazugekommen, eine Kirchengemeinde, die am Markt liegt, die wiederum Areale bei sich jetzt mit Architekten neu gestalten möchte. Also die Stadt ist im Aufbruch. Und wenn man das mit der Situation vor 3 Jahren vergleicht, sind wir wirklich deutliche Schritte weiter, konzeptionell und in der Stimmung und auch schon sichtbar. Gleichzeitig, das sind wirklich extreme Entwicklungsprozesse. Wir wissen ja alle, wie es in der Fläche aussieht, dort, wo Strukturprobleme bestehen. Ne? Da muss man lange, lange Wege gehen. Da gehen wir über Zeithorizonte von 10, 15 Jahren, denke ich. Aber es ist in Altenburg definitiv schon sichtbar und es ist wirklich in den Dialogsituationen auch spürbar. Und es stützt sich zum Beispiel jetzt auch an Punkten, die Stadt Altenburg hat in Altenburg Nord ein Gelände neu gestaltet, ein offenes Gelände. Und hat das auch eingeweiht. Durch Corona wurde das natürlich in der Durchführbarkeit dann ein wenig eingeschränkt. Aber auch dort haben wir mit Stadtmenschenakteuren zusammengearbeitet, kleine Maßnahmen vorbereitet. Das wurde von der Stadt Altenburg betrieben und wir kamen aber dazu und saßen gemeinsam auch zusammen mit einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, wie man das am besten machen könnte. Und das sind ja genau die Punkte. Wir kennen es ja aus Kommunen, also es geht nicht darum, hier jetzt die Probleme herbeizureden. Deshalb, ich will das Positive weiterhin im Vordergrund lassen. Aber das Kernproblem in der Fläche, im Land, in Kommunen sind aus meiner Sicht die Kompetenzen, mitunter in den Verwaltungsstrukturen, Projektmanagementkompetenzen, Kommunikationskompetenzen. Und an den Schnittstellen müssen wir deutlich besser werden. Und ich glaube, da sind wir schon besser geworden. Und dann zieht sich die Entwicklung der Produkte dem Ganzen nach. Ne? Touristisch hat sich da was getan? Touristisch müssen wir das Ganze tatsächlich auch nochmal den Fächer weiter aufspannen. Das ist einer der Punkte, den ich jetzt ausgeblendet habe. Also Altenburg ist ja als ehemalige Residenzstadt mit Städten wie Weimar, wie Gotha gleich auf und touristisch völlig unterbewertet. Und alles, was sich auf dem Schlossberg befindet, also das Residenzschloss, der Marstall, das Lindenau-Museum, das Naturkundemuseum, sollen jetzt als Kulturhotspot, so nenne ich es mal ein bisschen flapsig kurz zusammengefasst, touristisch entwickelt werden und die Spielewelt im Zentrum der Stadt Altenburg. Und das sind beides Projekte, die lassen sich nur überregional verargumentieren, allein um die Investitionssummen dann auch aufzubringen. Und da wird touristisch dann einiges nachkommen, deshalb erwähne ich jetzt schon Gotha und Weimar. Da muss Altenburg hin. Aber auch dort sind wir nicht. Das sind Planungshorizonte eben auch von mindestens 10 bis 15 Jahren. Es haben sich die Übernachtungszahlen, soweit ich informiert bin, in Altenburg jetzt schon deutlich verbessert. Hat sicherlich auch was damit zu tun, wie der Vermarkter wiederum sich aufstellt. Aber das sind erst erste Schritte. Aber auch hier in der touristischen Wahrnehmung würde ich sagen, dass wir mit den Projekten jetzt die Aufbauarbeit begleiten und mit der Thüringer Tourismus GmbH auch eng verzahnt sind, auch mit der Metropolregion, die von Leipzig aus ja für Mitteldeutschland koordiniert wird. Und dass dort auch schon die ersten Informationsflüsse sind, um dann zum Beispiel auf Messen, auch auf der IBA in Berlin und so, der Tourismusausstellung in Berlin, dann Altenburg langfristig zu positionieren. Das findet alles statt, aber das sind professionellerweise wirklich die Wege. Also da kann ich jetzt nicht 1:1 sagen, nur weil wir die Konzepte da haben, sind wir schon dort, wo wir mal sein werden. Also soll nicht ausweichend sein, sondern wirklich nur den Blick in den Maschinenraum geben. Ne? Mhm. Gibt es noch weitere Fragen? Also es können auch alle jetzt ihre Mikros anschalten. Ne? Ich hätte eine kurze Frage nochmal zu dem Programm Stadtmensch. Wie sind die Erfahrungen und Methoden im Bereich von Diversität und Inklusion?
so seit 2015 bemerkt man ja auch in kleineren Städten, dass die Stadtgesellschaften diverser geworden sind. Und gleichzeitig bestehen natürlich innerhalb der Öffentlichkeit dann nochmal, gerade für Menschen, die meinetwegen noch nicht so lange in Deutschland sind, Hürden, sich in derartige Prozesse einzubringen. Sind Sie da direkt auf Teile der Bevölkerung zugegangen oder wie waren da Ihre Erfahrungen? Also wir sind natürlich auch in Altenburg noch nicht dort, wo wir idealerweise alle sein wollten. Und was Inklusion anbetrifft, Barrierefreiheit, also das Schöne ist jetzt erstmal bei Stadtmensch, dass da wirklich, man hat es hoffentlich auch auf dem Foto der Battles gesehen, es kommen da wirklich mehr oder weniger alle zusammen. Auch sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Und was wir bei Stadtmensch machen, insofern haben Sie mir eine Steilvorlage gegeben, wir sind ja noch viel verrückter. Es gibt in dem Stadtmensch-Lab einen Stadtplan von Altenburg. Und diese Gelder, die wir an Bürgerinnen und Bürger ausreichen, zum einen werden die über Projektvorschläge ausgereicht, aber wir haben diesen Stadtplan im Lab auch aufgehängt, weil in regelmäßigen Abständen wir mit Dartpfeilen auf den werfen. Und dort, wo der Dartpfeil stecken bleibt, haben wir eine Adresse. Und dort gehen Stadtmensch-Akteure klingeln und sagen, hallo, hier sind wir. Entschuldigung, dass wir Sie gerade überfallen. Aber Sie haben 1.000 Euro und überlegen Sie sich, wie Sie mit den 1.000 Euro, wenn Sie denn möchten, etwas in der Stadt bewegen möchten. Ich selber war bei den Aktionen nicht dabei, aber all das, was ich eben aus den Erzählungen weiß, ist, da rennst du wirklich in Situationen rein, ja, die kannst du dir auch nicht aussuchen. Und Sie haben jetzt noch, glaube ich, die Gruppe der Zuwanderer, wo wir auch Sprachbarrieren und so haben, angesprochen. Und da gibt es sicherlich in Altenburg, unter anderem mit Futura, einen Akteur, der dort sehr viel stärker, viel engagierter ist und sich genau dieser Aufgabe verschrieben hat. Und wenn wir zum Beispiel das Festival machen, ist jetzt unser, wenn es um das Catering geht und so, unser Ansatz, dass wir da unterschiedliche Küchen zusammenbringen. Wir haben natürlich immer die Sprachbarriere, aber dass man so im Tun ein wenig weiter zusammenkommt. Ne? Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten, es sind ja viele Sachen auch schon erklärt worden, was ich sehr gut fand, auch die Übersicht auch mal des Transfers, weil sowas ja auch wirklich wichtig ist. Diejenigen, die da auch noch mal ein bisschen mehr einsteigen wollen, ich habe mit Christian Horn auch einen Artikel mal vorbereitet, den er auch bei uns noch veröffentlicht wird auf Kulturmanagement Network zu dem Projekt und der Masterplan ist natürlich über uns auch bestellbar und abrufbar auf Kulturmanagement Network. Auch da kann man sich dann nochmal das Ganze vertiefen. Ist es jetzt, Christian, das müsstest du mir auch nochmal sagen, von der Zeit her noch möglich, dass wir zu den Lessons Learned auch nochmal was sagen können, weil ich das auch spannend finde für diejenigen, die was mitnehmen wollen in die eigene Organisation. Also Dirk, wir haben ja ein bisschen später angefangen, von daher ja. Können wir, wenn die Teilnehmer da bleiben, auch noch 10 Minuten dranhängen. Okay. Herr Horn, wollen Sie das nochmal, was Sie da vorbereitet haben, mit zeigen? Ja, gerne. Ich müsste jetzt wieder drin sein in der PowerPoint. Ja. Okay. Ja, also wir haben jetzt den langen Weg durchs Tal, den mühsamen Bereich des Webinars beschritten. Jetzt wird es natürlich, jetzt können wir darauf aufbauen und wird es relativ leicht, die Dinge zusammenzufassen. Lessons learned. Das sind 4 Folien. Potenziale. Die Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern, sich einzubringen, des Engagements, ist enorm. Also die Erfahrung machen wir durchgängig. Ein Schlüssel ist aus meiner Sicht, andere würden das vielleicht nochmal anders erklären, aber das ist das, wo ich immer den Eindruck habe, da liegt ein Schlüssel, ist wirklich ein Kreativitätswunsch. Dieses Express Yourself. Also das, wenn die Möglichkeit geboten wird, seinen eigenen Vorstellungen Ausdruck zu geben, dann
ist eigentlich, sind die Dinge schon am Laufen? Das Ganze darf natürlich nicht in der Beliebigkeit enden. Also da sagen wir bei Stadtmensch immer, wer jetzt sagt, ich mache Kerzen ziehen und stelle mir die Kerze ins eigene Fenster zu Hause, das hat nichts mit öffentlichem Raum zu tun, ne? Aber wesentlich ist, dass nicht gesagt wird, du darfst oder du darfst nicht, sondern dass die Parameter eines Programms offen liegen und wer dann wie dieses Programm ausführt, ist egal. Und solange es öffentlichen Raum gestaltet, soll das jemand tun und machen, wie er oder sie das wünscht. Bereitschaft zur Übernahme von Eigenverantwortung wächst, ist auch größer meines Erachtens, als man vielfach denkt. Und gerade wenn es um Laien und Bürger geht, Kompetenzaufbau im Projektmanagement, Social Media, bei Antragsverfahren und so, findet statt. Also da findet auch eine Form von Professionalisierung statt. Und was meines Erachtens auch manchmal ein wenig anders dargestellt wird, so im allgemeinen Fahrgefühl öffentlicher Diskussion, ist die Frage, gibt es denn Förderprogramme überhaupt für Projekte sozialer Innovation oder im ländlichen Raum, also jenseits der kulturellen Leuchttürme eben. Und die gibt es und die gibt es gar nicht zu knapp. Und ja, die Frage ist eben einfach, kriegt man sie geschrieben, kann man sie schreiben? Aber da, auch dort, also es sind Potenziale da, auch im Förderbereich der Dinge zu nutzen. Dann ist Lessons Learned sicherlich auch, welche Erfordernisse haben wir, um so zu arbeiten? Auch da will ich deutlich sein, nicht jeder kann, nicht jeder will so arbeiten. Also es gibt auch viele Menschen, die sagen, Mensch, eine klare Handlungsvorgabe ist mir eigentlich das Liebste, ein klarer Handlungsrahmen und so möchte ich meine Hobbys gestalten oder das, was ich mache in meinem Leben. Das ist jetzt in den Umfeldern, wo wir arbeiten, nicht so. Also Haltung ist die Frage, Eigenverantwortung, Eigeninitiative und dann auch Risikobereitschaft. Natürlich können Dinge schiefgehen und ja, wenn ich damit Schwierigkeiten habe, dass etwas schiefgeht, dass mir das unangenehm ist, dass mir das peinlich ist, dann hat diese Form des Arbeitens natürlich auch ihre Grenzen. Also da gibt es ja diesen Slogan aus dem Design Thinking, scheitern Sie, aber scheitern Sie so früh wie möglich. Das spielt also auch eine Rolle in der Haltung. Team vor Idee, ja, ganz wichtig, die tollste Idee kann ich nicht realisieren, wenn der Team Spirit nicht stimmt, wenn nicht deutlich ist, dass wir uns gemeinsam auf die Stärken konzentrieren. Wenn ich ein Manko entdecken möchte, dann kann ich es entdecken, aber dann komme ich eben auch in der Sache nicht weiter. Also auch hier ist eine Form von Haltung wichtig. Digitale und Social Media Kompetenz. Ja, ich bin jetzt auch 47 Jahre. Ich habe mir vieles in den letzten 1, 2, 3 Jahren angeeignet. Eben gerade durch die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden, die bei uns in den Projekten dabei sind. Auch stark, das will ich hier nochmal sagen, Thüringer Tourismus GmbH, Metropolregion Mitteldeutschland, die ein bombastisches Projektmanagement haben, auch toll auf der Kommunikationsstrecke unterwegs sind. Also das kann man sich alles aneignen, muss man aber auch wollen. Für mich ist es aber keine Ausrede, so ich bin jetzt 40, 50 und kann nicht mehr. Also ich bin jetzt auch 47 und ich muss es mir aneignen. Hätte ich es nicht getan, könnten wir in diesen Netzwerken nicht agieren. Hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, aber die Kommunikationsflüsse sind eben dann über WhatsApp oder Instagram oder Videos oder sind sie nun mal gerade in den nachrückenden Generationen so heute ausgeprägt. Wir brauchen sicherlich einen Raum, das darf man nicht unterschätzen, der stabil ist, wo man sich treffen kann, der schwellenarm ist, schwellenarm jetzt nicht nur im baulichen Sinne, sondern auch im Sinne, dass man reinkommt, dass man den Schlüssel kriegt. Der technisch ertüchtigt ist, Stichwort Internet, Präsentationsinstrumente. Und es braucht weiterhin den professionellen Projektbegleiter und Moderator, das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt. Auch hier, das soll ja nicht so klingen, als wenn das alles von selbst läuft. Die Kernarbeit des Projektmanagements ist dabei, so eine Person muss bezahlt werden. Und ganz unten stehen die starken strategischen Partner. Das habe ich aufgeschrieben. Wir haben jetzt durch das Bundesministerium des Inneren und durch das Land Thüringen natürlich einmal auf Bundes- und einmal auf Länderebene starke Mittelzuweisungen bzw. Mittelzuweisungen in Aussicht, in Größenordnung. Was mir immer extrem wichtig ist, das Geld ist das eine, es geht nicht ohne das Geld. Aber hätten wir nicht diese Partner auch als symbolische Befürworter für das, was wir dort betreiben,
die sagen, diese Form von Innovation gehört gestärkt, ist wichtig, überregional wichtig, ist eine Form von Best-Practice-Beispiel. Hätten wir diese Partner nicht, würden wir auch nicht das Standing, nicht das politische Standing für diese Projekte haben. Es ist ein wenig brutal, aber es ist so, gerade im Verwaltungsumfeld, wenn es heißt, ein Land oder der Bund findet etwas toll, dann genügt das mitunter als Botschaft, damit etwas gut ist. Nehmen Sie es mir nicht so übel, dass ich so zuspitze, aber es ist mitunter manchmal so, und wenn man dann so einen strategischen Partner hat, ist man eigentlich auch schon so in den kommunalen Umgebungen deutlich gestärkt und hat zumindest deutlich weniger überflüssige Störgeräusche. Ja, und Lessons learned, die letzte Folie, Angstrhetorik lässt sich immer auflegen, führt aber nicht weiter, und hier steht dann jetzt ein wenig salopp in andere Projekte reinquatschen, hilft eben auch nicht, das habe ich vorhin bei Stadtmensch zu beschreiben versucht, jeder ist dann sein eigener Herr in seinem eigenen Projekt, danach kann man immer auswerten, aber erstmal wird das Projekt umgesetzt, und deshalb habe ich diese beiden Punkte mal so als Tu es nicht, English don'ts zusammengefasst. Ja, ach so, Schwierigkeiten, Entschuldigung. Ja, ich habe mich auch gerade selber überrascht. Auch hier wieder, damit es nicht alles einfach so einseitig positiv klingt. Natürlich, die kapazitive Überforderung schwingt bei uns allen mit. Überall zu knappe Personalmittel, gerade im Drittmittelbereich, immer wieder der Punkt. Du brauchst da gute Leute, auch gut bezahlte Leute. Clash of Cultures, ich habe es eben schon angesprochen, was die Symbolkraft starker Unterstützer anbetrifft. Ja, dort, wo in, ich sag mal, eingeübten Verwaltungsstrukturen, die sehr hierarchisch ticken, gearbeitet wird, dort, wo sehr gremienorientiert mit Beiräten, aber dann letztlich doch in geschlossenen Kommunikationskreisen gearbeitet wird, also wo weniger offen, agil, transparent, dann wirklich auch mit öffentlichen Abstimmungsprozessen gearbeitet wird, da können natürlich Arbeitskulturen aufeinander schlagen. Das gehört also unter Schwierigkeiten mit abgebildet. Das lässt sich alles lösen. Ich will das jetzt hier nicht in den Vordergrund stellen, aber wenn wir Schwierigkeiten betrachten, gehört das mit aufgeschrieben. Und dann als letztes Museum out of the box. Eigentlich ist das vielleicht fast ein schönes Schlusswort. Wenn nicht noch Fragen sind, ich nenne das Positivdiskriminierung. Es wäre schön, wenn wir all diese Arbeitsformen, die wir gut eingeübt haben in Museen bis heute und das, was wir neu probieren, wirklich auch unter dem Begriff Museum subsumieren können und nicht mehr vom Museum out of the box reden müssen. Das wäre dann der Traum am Ende des Tages. Ist ein wunderbares Schlusswort, glaube ich. Wenn jetzt noch Fragen wären, es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, auch nochmal über das Network selbst oder auch über unsere Kanäle, Facebook zum Beispiel, an den Treffpunkt das auch nochmal zu sagen. Ganz herzlichen Dank erstmal, Christian Horn, für die Einblicke in das Projekt. Super spannend. Ich kannte es ja schon, aber es ist immer wieder schön, das auch dann nochmal so zu hören und da auch die Gedankengänge nochmal mit nachzuvollziehen, die Sie da auch hatten und was sich da wie ergeben hat. Sie hatten ja auch gesagt, dass sich manche da Dinge auch gar nicht geplant ergeben haben, sondern die sind einfach entstanden, umso besser, dass es dann in die Richtung ging. Alle, die das jetzt nicht sehen konnten, also beziehungsweise die jetzt dabei waren, können das auch gerne weitertragen, dass man sich das natürlich auch nochmal anschauen kann, weil wir aufgezeichnet haben. Dort kann man das auch nochmal alles nachlesen, nachhören und nochmal vertiefen. Und es, wie gesagt, dann eben das, was Spielewelt betrifft, den Artikel von Ihnen dann auch noch bei Kulturmenschen Network auf den Seiten nachlesen. Dann danke ich erstmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Es wird auch bald wieder einen neuen Treffpunkt geben. Ich weiß jetzt gar nicht, was das nächste Thema ist. Christine, hast du das auf dem Schirm? Oder? Es ist noch nichts fix. Ist noch nichts fix, aber wir informieren rechtzeitig darüber. Und natürlich möchte ich, gerade wenn wir jetzt hier dabei sind, auch nochmal dafür werben, mal nach Altenburg zu fahren, weil sich das nicht nur von der Stadt her und den Projekten, die jetzt vorgestellt wurden, lohnt, sondern auch natürlich von der Umgebung, die es dort gibt. Gerade jetzt in Corona-Zeiten fährt man vielleicht nicht ganz so weit und dann kann man sich das auch mal
im eigenen Land anschauen und diejenigen, die vom Ausland hierher kommen wollen, natürlich auch gerne, weil es wirklich eine spannende Stadt ist, auch in der Transformation, die sie jetzt gerade macht. Und ja, da ist dieses Spieleweltprojekt natürlich ein absoluter Leuchtturm dann auch für die weitere Entwicklung, hoffe ich. Und das, was Sie jetzt aufgezeigt haben, dass sich das dann auch so weiterentwickeln und umsetzen lässt. Ich habe selber in der Stadt erlebt, was für eine Euphorie auch bei den Leuten ist, die da bei Stadtmensch arbeiten. Das war wirklich toll zu sehen. Dann herzlichen Dank an alle. Schöne Zeit, schönen Sommer erstmal für die, die in Urlaub fahren. Herr Horn, für Sie alles Gute erstmal, was jetzt alles dann kommt. Wir bleiben ja auf jeden Fall in Kontakt und wie gesagt, der nächste Treffpunkt wird dann rechtzeitig angekündigt. Und dann sage ich einfach mal herzlichen Dank und tschüss. Tschüss.